irgendwann habe ich so eine innere Stimme gehört, die mir gesagt hat, hey, Moment mal schnell, du bist völlig auf dem Holzpfahl. Und ich glaube, das ist so für mich etwas vom Wichtigsten, wenn man vom positiven Mindset redet, dass man auf seine innere Stimme hören kann. Dass man spürt und weiss, was will ich eigentlich im Leben und deren auch folgen kann.